Hallo Freunde, heute will ich euch eine Bewegung zeigen, die man gleichzeitig zum Aufwärmen benutzen kann, die gleichzeitig ein Wurf ist und sehr gut illustriert, wie sich der Körper des Partners richtig bewegen soll, sodass er Verletzungen vorbeugt. Und zwar geht es konkret um Genickhebel. Ja? Genickhebel grundsätzlich funktioniert so, dass man das Genick, also den Hals, so sehr verdreht, dass der sich nicht mehr weiter bewegen kann. Das heißt zum Beispiel so oder so rum, ja? Oder ganz weit nach hinten. Sehr häufig findet man nicht reine Genickhebel, sondern Hebel, die heißen dann Genickdrehhebel. Das heißt, ich mache hier und drehe. So, das ist gefährlich, weil man kann das Genick brechen, das ist ja klar. Wie führe ich den aus? Grundsätzlich, eine Hand geht unter das Kinn, die andere Hand zum Beispiel hinterm Kopf. Jetzt kippe ich zuerst den Kopf nach hinten und dann drehe ich den zur Seite. Ja, es geht auch nur so, das ist egal. Aber wir gehen jetzt mal einfach von dieser Form aus. Idealerweise stehe ich also irgendwie neben dem Partner oder Angreifer, wie auch immer, greife hoch und drehen. So. Soweit ist es eigentlich relativ leicht. Nachdem ich das jetzt gemacht habe, durch diesen Hebel, wenn Lena jetzt hier nicht nachgibt, wird sie verletzt und dann drehe ich sie hier runter zum Boden. Ja? Wichtig ist für mich, als derjenige, der arbeitet, dass ich meine Knie beugen muss. Das heißt, ich gehe hier hin. Und jetzt kommt eigentlich der interessante Teil und der basiert zuerst auf ihrer Arbeit. Wenn sie nichts unternimmt, das ist Möglichkeit 1. Sie macht nichts und wartet und wartet und wartet, bis sie wirklich merkt, zum Beispiel immer noch ist es nicht zu schlimm. Ja? Das heißt, weiter, 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 dann drehe ich. Jetzt merkt sie hier diese ganze Spannung. Ja? Und dann fängt sie an, sich zu bewegen. Erst dann ist es eigentlich schon zu spät. Weil die Struktur im Hals ist schon unglaublich gebrochen. Das bedeutet, Lena sollte sich so schnell wie es geht in meine Hände geben. Ja? Der Prozess des Hingebens. Ich mache was und sie gibt mir ihren Kopf und dabei entspannt sie ihre Beine, so dass sie sich anpasst. Es gibt Leute, die glauben, dass man bei diesem Hebel nach hinten fällt. Ich zeige das jetzt. Ich verdrehe Lenas Kopf und man kann eigentlich sehen, dass es hier eine Rotation gibt. Wenn Lena jetzt nach hinten fällt, wir machen das vorsichtig, dann wird sie mir den Kopf jetzt rausreißen, weil sie fliegt ja da lang und ich muss den Kopf loslassen. Ja? Ich gehe, Lena fällt direkt nach hinten, hoppa, und jetzt habe ich ihren Kopf und da tritt eine Verletzung auf. Was kann Lena besser machen? Sie soll gar nicht darüber nachdenken, wie sie fällt, sondern mir einfach ihren Kopf geben. Boah, jetzt sieht man zum Beispiel, die Bewegung ist ganz anders. Sie gibt ihren Kopf einfach hier rein und entspannt ihre Beine. Dadurch kommt es unten noch mehr im Becken zu einer Verdrehung. Nämlich genau der Verdrehung, die ich oben mache. Ich fasse an, Ohr, und man sieht gleich, wie sich alles dreht. Das passiert aber nicht so, weil jetzt gibt es hier einen Knick, sondern so. Ja, die Knie gehen auseinander. Opa! Und Lena liegt jetzt hier und der Körper macht diese Bewegung mit. Wenn ich hier doller mache, sogar so. Ja, ich kann sie, dann liegt sie eben hier. Wo ist der Vorteil? Der Hals wird fast gar nicht mehr verdreht. Opa. Ja? Wie sieht jetzt der Sturz aus? Ich gehe, Lena entspannt sich und dann sieht man, dass sie mehr so seitlich fällt und ich kann sie zum Boden begleiten. Und zum Schluss auch noch, stell dich mal bitte so hin, kann man sehen, dass die Drehung fortgesetzt wird. Also selbst hier führt sie diese Drehung immer noch aus. Wenn man jetzt noch mehr über Feinheiten redet, dann ist es nicht, dass ich so packe, nichts passiert und dann kurbel ich hier rum. Dabei habe ich angespannte Beine und so weiter. Sondern schon sofort, wenn ich sie berühre, muss irgendwas passieren. Wenn du dir das im Alltag vorstellst, du fährst irgendjemanden an, dann merkst du auch, dass der reagiert. Ja? Egal wie wenig du machst. Ich fasse den an und man sieht, sie kippt so ein bisschen zu mir.
Ich fasse Lena an und sie kippt so ein bisschen zu mir. Ich fasse Lena an und sie kippt. Wenn es so ist, ist es nicht gut genug. Dann bist du als der Arbeitende zu hart. Sofort arbeiten. Wie könnte das Ganze dann aussehen? Lena schlägt mich. Ich werfe meine Arme hoch, lasse den hier, greife. Jetzt entspanne ich mich hier rein und kann hebeln. Nochmal. Einfach hoch, hier rein, Ohr. Nochmal. Nochmal daran denken, das hier ist zu steif. Lena soll sich nicht einfach nach hinten schmeißen. Alles ganz weich. Man sieht, wie ihr Becken sofort reagiert, um diese Verdrehung des Halses zu verhindern. Hoppa. Einmal noch. Und ihr seht auch, wie viel ich mich hinsetzen muss, um das richtig zu machen. So viel, ein kleiner Trainingstipp, könnt ihr mal ausprobieren. Arbeitet eure Beine durch, überwindet so ein bisschen die Angst, gebt euren Kopf hin und fangt an zu spüren, wie euch die Verdrehung des Halses euren ganzen Körper öffnet. Wenn es für euch interessant ist, Anfang Juni gibt es ein Seminar mit Großmeister Alexander in Berlin. Also auch wenn ihr nicht in Berlin wohnt, ist es die einmalige, großartige Gelegenheit, euer Wissen hier zu vertiefen, das auch mal auszuprobieren. Ja, also wenn euch das interessiert, die Ausschreibung kommt im Laufe dieser Woche raus. Irgendwie, wenn ihr im Newsletter registriert seid, da bekommt ihr das. Über unseren Instagram und Facebook bekommt ihr diese Ausschreibung. Meldet euch einfach an. Am Anfang gibt es da einen großen Rabatt, 50%. Und dann könnt ihr das selber ausprobieren, mit uns trainieren und unsere Tipps bekommen. Alles Gute soweit. Bis dann.